Die kommt wieder auf den Tisch. Sehr schön, Aufzeichnung gestartet. Die Uhr zeigt auch 13 Uhr an. Also ich würde sagen, wir starten. Herzliches Willkommen in den Stream. 46 Teilnehmer haben wir auch schon. Der Rest wird so nach und nach eintröbeln. Und wir dürfen euch alle ganz herzlich willkommen heißen hier aus dem Gebäude MX407, auch genannt Audi Akademie in Ingolstadt. Für den Einstieg in die letzte Woche mit den Unternehmen. Audi bestreitet die letzte Woche heute und wir werden euch jetzt gleich den Wochenablauf vorstellen. Das Team wird sich auch nochmal vorstellen. Aber vorneweg wollte ich einen Satz noch sagen. Die Leute, die letzte Woche in der Bosch Live Session dabei waren, da sah es ja so aus, als ob die Aufzeichnung nicht funktioniert hat. Joachim und Karl-Heinz konnten die mittlerweile retten. Also ich denke, dass im Laufe des Tages die Aufzeichnung vom Freitag dann auch noch veröffentlicht werden wird. Genau, und dann würde ich sagen, steigen wir gleich ein. Mein Name ist Simon Dückert, ich bin der Unternehmenspate und ich denke, der eine oder andere wird das Teaser-Video gesehen haben, den ein oder andere Gesicht schon entdeckt haben, aber es macht, glaube ich, trotzdem Sinn, dass wir einfach die Runde nochmal machen, ihr euch kurz vorstellt, was eure Rolle in der Woche ist, noch nicht so viel über die Tage verraten, weil das machen wir dann hinterher im Blog. Weiß nicht, wenn wir mal Ladies first, oder? Ladies first, genau. Okay, machen wir so. Ich dachte, du fängst an. Nee, also ich glaube, wir machen Ladies first, oder? Das ist... Anke, und okay, los. Dann fange ich an. Also Anke Wendelken, ihr habt mich aus dem Teaser-Video schon entdeckt wahrscheinlich oder hoffentlich. Ich bin hier in der Rolle als Beraterin für soziale Medien bei Audi. Das sind unsere Collaboration-Tools, mit denen aber auch vor allem Lernen und Weiterbildung möglich gemacht wird. Ja, ich glaube, also vielleicht, ich will gar nicht so viele sagen, ich habe keinen speziellen Tag. Ich bin gleich die ganze Woche das Team hier rund um den Mugathon und wir haben intern vor allem die sozialen Medien genutzt, um uns auch hier zu vernetzen und das ganze Thema aufzubauen. Was fällt mir sonst noch ein? Ich denke, das reicht. Das reicht. Okay. Da gehen wir nachher nochmal. Okay? Wir kommen nachher nochmal. Okay. Hallo zusammen, auch von mir. Mein Name ist Susanne Husterer. Ich bin innerhalb der Audi Akademie in der Berufsausbildung tätig und dort unterstütze ich vor allem das Projekt Mobile Learning. Also ich bin auch ansonsten für die fachliche Berufsausbildung und fachliche Kompetenzentwicklung und für die Berufsausbildung auch tätig, unterstützt auch andere Projekte. Aber im Mukathon darf ich euch vor allem das Projekt Mobile Learning nochmal vorstellen. Habt auch ein paar Fragen formuliert und freue mich da auf rege Beteiligung von euch. Sehr gut. Dann habt ihr euch geeinigt, erst rechts, erst links. Ja, immer. Dann mache ich gleich weiter nach der Susanne, die den Tag 2 gestalten wird mit der Berufs- und Aus- und Weiterbildung werde ich, Elmar Drögemeier, kennt mich vielleicht auch aus dem Intro-Video, verantwortlich hier für die Themen der sozialen Medien oder Kompetenzentwicklung, soziale Medien, digitale Fabrik und Produktdatenmanagement, also echte technische Weiterbildung. Und wir gestalten dann den Mittwoch und wollen euch da so ein paar Sachen zeigen, in denen wir unterwegs sind, nicht nur mit den sozialen Medien in der Weiterbildung, sondern auch darüber hinaus. Und ich freue mich auch, wenn wir da in eine rege Diskussion kommen. Ja, ich bin der Carsten Freundl. Ich habe zwei Rollen so ein bisschen. Zum einen die Moderation und dann werde ich die Kollegen noch am Mittwoch ein bisschen beim Bereich der Weiterbildung unterstützen. Freue mich, dass mittlerweile 56 Teilnehmer im Livestream sind und wir wollen euch heute jetzt mal so einen kleinen Überblick nochmal geben, thematisch, was ist eigentlich die Audi Akademie, was bedeutet Aus- und Weiterbildung, was haben wir mit euch in der Woche vor, was sind so unsere Wünsche, was haben wir uns als Ziele gesteckt, was sind die Erwartungen und vielleicht, Simon, kannst ja, du schon mal... Ganz kurz ja? noch, weil ich sehe, im Chat ist schon Regen, man sieht, in Berlin regnet es und in Karlsruhe weht der Wind. wir haben ja auch noch zwei Kolleginnen sitzen, die man jetzt im Bild nicht sieht. Die sieht man nicht. Nichtsdestotrotz wollen wir denen kurz Gelegenheit geben, sich vorzustellen, wenn sie das wollen. Nico habt ihr da liegen, also Bianca Ellenau, vielleicht sagt auch noch ein paar Sätze zu euch. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Bianca. Ja, ich bin heute sozusagen die Stimme aus dem Off und versuche ein bisschen die Fragen aus dem Chat zu sammeln und an passender Gelegenheit einzubringen. Ja, mein Name ist Elena. Ich bin jetzt ja auch zur Unterstützung quasi, um hier Moral vielleicht ein bisschen zu verbreiten, ein bisschen auch noch Stimmung und schaue natürlich, welche Fragen ihr stellt und hoffen wir, dass wir alle beantworten können. Und du hast das tolle Teaser-Video geschnitten. Ja, also, genau. Das, ja, gesehen hat, auf jeden Fall heute noch anschauen. So, dann schicken wir euch mal die Präsentation rüber. Das wird es im Moment brauchen. Also um auf eure Fragen im Chat nochmal einzugehen, hier in Ingolstadt scheint die Sonne. Bei leichtem Wind. Bei leichtem Wind, ja. Außentemperatur 27 Grad. Das stimmt. Ja,
Es wird wahrscheinlich noch einen kleinen Moment dauern, bis ihr alle die Folien sehen könnt. Wir haben unsere Woche unter das Motto gestellt, Lernen.anders. Wie sieht das Corporate Learning bei der Audi heute aus und wie sieht es 2025 aus? Wir machen jetzt einfach so einen lockeren Überflug mal über die Folien. Die kriegt ihr natürlich auch im Nachgang nochmal zur Verfügung gestellt. Wir haben so ein typisches Bild gewählt, so eine Tech-Cloud, weil das für uns ganz gut symbolisiert, was so eigentlich in der Weiterbildung auf uns zukommt. Das Thema ist extrem komplex. Ihr seht da so ein Gewirr von Buchstaben, lebenslanges Lernen, Digitalisierung, Globalisierung. Wir haben ganz, ganz viele Herausforderungen, die natürlich das Thema durchaus nicht ganz einfach werden lassen. Und was wir versuchen bei uns in der Aus- und Weiterbildung, diese Komplexität in irgendeiner Form zu operationalisieren, damit auch jeder in seinem einzelnen Bereich seine Lösungen findet. Ja, hier seht ihr mal unser Mukaton-Team, setzt sich also aus einer ganzen Reihe von Menschen zusammen, die nicht nur heute hier vor der Kamera stehen, sondern die auch im Hintergrund mitarbeiten. Unsere Kollegen von der Händlerqualifizierung können heute leider nicht dabei sein. Die werdet ihr dann am Donnerstag kennenlernen. Vielleicht kann man da schon noch sagen, darfst du ergänzen? Natürlich, Anke, selbstverständlich. Vielleicht kann man da noch ergänzen, also man sieht jetzt an dem Bild schon ganz schön, dass wir hier zusammengesetzt sind aus nicht nur Akademie, sondern ich bin zum Beispiel in der Audi IT aufgehängt. Der Frank Günther, mein Chef, den man dort noch sieht, auch. Und da vielleicht zeigt es schon ganz schön, dass wir hier ganz gut zusammenarbeiten, ja, die Akademie und die IT. Also wir sind ja ein großer Laden mit knapp 80.000 Mitarbeitern und was wir hier auch in dem MOOC lernen, ist miteinander zu arbeiten. Da unterstützen natürlich die Anke auch mit den sozialen Medien. Kommen wir nachher nochmal drauf. Also für uns ist es ganz wichtig, die Probleme, die wir haben, die Herausforderungen zusammenzulösen. Deswegen auch dieser bunte Haufen an Menschen aus verschiedenen Fachabteilungen. Vertrieb ist ja auch noch dabei. Genau, den Vertrieb haben wir auch noch dabei. Also insgesamt eigentlich eine sehr, sehr runde Sache. Ja, was wollen wir eigentlich mit euch in der Woche machen? Wir wollen Spaß haben. Ich hoffe, das können wir auch ein bisschen rüberbringen, dass wir auch Spaß an der Geschichte haben. Wir wollen euch ein bisschen erzählen, was machen wir eigentlich, also Informationen. Wir wollen uns austauschen und vernetzen. Und das Thema Innovation haben wir auch mit draufgeschrieben. Wir glauben schon, dass wir ein paar Sachen haben, die innovativ sind. Aber wir freuen uns natürlich und hoffen, dass auch von euch Input kommt, dass ihr sagt, oh, wir machen da sowas Ähnliches, können wir uns nicht mal austauschen, lasst uns doch mal auch im Nachgang noch treffen. Einladung steht natürlich immer, wer Lust hat, spricht uns an und kann auch gerne hier in Ingolstadt vorbeikommen. Wir wollen das und wir wünschen das, weil wir glauben, dass fast alle Unternehmen an den gleichen Themen arbeiten und wenn man zusammen ist, macht es einfach mehr Spaß. Ich hatte, weiß ich gar nicht, unvorsichtigerweise in der Boss-Live-Session am Freitag gesagt, falls jemand jetzt am Freitag in Otto kommen mag, dass das geht. Klar. Dann, wenn sich jemand meldet. Ja, ja, klar, ja, kein Problem. Okay. Sehr gut. Ja, den Wochenplan haben wir jetzt hier trotzdem nochmal mit reingenommen. Ganz kurz, also heute Einführung, Überblick. Morgen wird die Susi uns dann was erzählen über das Projekt M-Learn. Kommen wir dann nachher drauf. Mittwoch, der Tag Weiterbildung. Hat der Elmer ein paar spannende Projekte. Donnerstag sind unsere Kollegen von der, das nennt sich Qualifizierung von Händlern in Importeuren. Also das sind keine Audianer, die da geschult werden, sondern das sind externe Partnerfirmen von uns. Da läuft die Weiterbildung ein bisschen anders ab, weil es eben keine Mitarbeiter von uns sind. Gibt es andere Regularien, was die Mitbestimmung angeht, sicherlich auch sehr, sehr spannend. Und am Freitag wollen wir natürlich nochmal die Erkenntnisse der Woche zusammenfassen, euch auch ein Resümee geben, was wir gelernt haben, was für Input kam und dann auch einen Ausblick geben. Ja, wollen wir uns vernetzen? Wollen wir danach kleine Projektteams bilden? Wie kann es weitergehen? Ich denke auch, dass wir vielleicht am Freitag nochmal in der Stunde Live-Session die Gelegenheit haben, vielleicht die eine oder andere Frage, die sich ergeben hat, vielleicht im Nachgang dann zu klären, gemeinschaftlich vielleicht dann auch nochmal das Ergebnis vorzustellen. Deswegen wäre es aber gut, wenn Fragen jetzt tatsächlich schon während der Woche auftauchen, weil dann können wir natürlich auch Antworten ganz gut vorbereiten, vielleicht auch nochmal was recherchieren und dann am Freitag eben die Antworten auch geben. Genau, also alles, was bis Donnerstagabend zu einer vertretbaren Zeit kommt, können wir dann auch in 14:30 bitte. Genau, vielleicht auch nochmal den Hinweis, weil viele haben sich jetzt schon so eingegroovt mit den Skype for Business Sessions.
den Freitag, den machen wir hier aus dem Kreativraum Otto. Und dort werden wir wahrscheinlich, glaube ich, auch gar keine Folien brauchen, sondern werden die ganze Zeit ein Live-Video-Bild haben und dementsprechend werden wir das streamen über YouTube live. Also das heißt, wir streamen nicht über Skype for Business, das vielleicht für den einen oder anderen, der technische Schwierigkeiten hatte, auf Skype for Business zuzugreifen. Auch die Chance, wenn ihr auf YouTube zugreifen könnt, dann könnt ihr am Freitag auf jeden Fall dabei sein. Der Link ist schon in der Wochenübersicht von Audi drinnen. Könnt ihr schon mal jetzt ausprobieren. Wenn der Link aufgeht, dann könnt ihr Freitag auch live euch einschalten. Noch ein kleiner Hinweis nach draußen. Also wir sehen ja, dass ihr schon fleißig Fragen stellt. Vielleicht noch 10 Minuten Geduld. Die Kolleginnen nehmen die Fragen auf und wir werden die Fragen dann im Nachgang auf jeden Fall versuchen, alle zu beantworten. Okay. Dann machen wir jetzt weiter, oder? Genau. Ja, mit welchen Themen beschäftigen wir uns? Was sind unsere Herausforderungen? Ganz oben steht natürlich das Thema digitale Transformation. Wie schaffen wir das? Und zwar in allen Bereichen, in der Berufsausbildung, in der Kompetenzentwicklung, in der Weiterbildung. Wir sind natürlich auch verantwortlich für die Personalstrategie von Audi, für die Managemententwicklung. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großes Konglomerat an Themen, was es auch so spannend, aber auch so herausfordernd macht, weil natürlich jeder Bereich unterschiedliche Lösungen braucht. Und wir schaffen das nur, indem wir da zusammenarbeiten. Die Folie sagt eigentlich alles. Also wir sollen Menschen ausbilden für Herausforderungen, Probleme, die wir noch gar nicht kennen. Also alles in die Zukunft geblickt. Das sind Technologien, die wir noch nicht beherrschen. Wir wissen nicht, wie sich alles entwickelt. Und das macht das Ganze so spannend, weil wir kennen einfach die Zukunft noch nicht. Aber wir müssen trotzdem unsere Kolleginnen und Kollegen auf die Zukunft vorbereiten. Und das ist wieder so ein Themenfeld. Wir müssen da sehr, sehr flexibel sein. Wir müssen sehr, sehr agil agieren und müssen natürlich auch in die Zukunft hereinblicken und gucken, ja, was brauchen wir? Wie können wir das bewältigen? Also können die Kollegen wahrscheinlich bestätigen, es ist manchmal gar nicht so einfach. Genau, wobei vielleicht, was man ja vielleicht sieht, wenn man da drauf guckt, wir sind in der Weiterbildung. Es gibt natürlich auch noch bei uns einen großen Produktionsbereich. Wer hätte das gedacht? Und auch da haben wir viel, dezentralisierte Qualifizierung vor Ort in den Fachbereichen. Auf denen haben wir jetzt in diesem Fall aber nicht den Fokus. Ja. Sondern wir sind eben rein auf sozusagen die Weiterbildung, mit dem größten Ziel eigentlich im Bereich, im indirekten Bereich. Ja. Dann womit beschäftigen wir uns eigentlich bei der Audi Akademie? Wir haben zum einen natürlich einen großen Teil, das ist die Berufsausbildung. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, sind es knapp 2500 Azubis, die wir jedes Jahr ausbilden. Wir haben dann die fachliche und die überfachliche Kompetenzentwicklung. Wir beschäftigen uns mit der Führungskräfte. Schulung und der Zusammenarbeit, also wie wollen wir im Unternehmen arbeiten. Wir haben die Personalentwicklung und die Personalentwicklungsstrategie bei uns an Bord mit, also wie wollen wir denn unsere Menschen weiterentwickeln, was brauchen wir für Führungskräfte, was brauchen wir für Mitarbeiter in Zukunft und noch ein Thema, das auch ganz groß ist, Kooperation mit Hochschulen, mit der Wissenschaft, was brauchen wir, was ist aktuell auf dem Markt, State of the Art, wie können wir hier Kooperationen schließen, weil was auch klar sein muss, die Themen der Zukunft, wir hatten es vor 2 Wochen, das Thema Big Data, Machine Learning, wir haben die Spezialisten noch nicht bei uns im Haus und die Frage ist, wie kriegen wir das hin, also insofern strategische Partnerschaften auch mit Hochschulen schließen, das gehört auch mit dazu. Ja, hier sind noch ein paar Zahlen. Also wir sind knapp 400 Leute, haben 31 Organisationseinheiten, ganz, ganz viele Teilnehmertage, ganz viele Teilnehmer. Die Zahlen sollen euch nur mal ein Gefühl geben, dass da auch ganz schön viel Masse dahinter steht. Also wir haben ein Tagesgeschäft zu bewältigen und für uns ist natürlich immer spannend, wie schaffen es wir, das Tagesgeschäft am Laufen zu halten, aber trotzdem noch neue Themen zu entwickeln, Innovationen zu treiben, uns nebenher noch zu vernetzen, das macht das Ganze einfach spannend und natürlich auch abwechslungsreich, weil jeden Tag passiert was Neues. Also immer wieder neue Anknüpfungspunkte mit neuen
Vermutlich ähnlich wie ja, die Bosch-Kollegen hatten am Freitag gesprochen. Sie sind auf der einen Seite, Sie haben es genannt, Programmanbieter. Ja. Das heißt, es läuft einfach ein Standard-Schulungs-Weiterbildungsprogramm. Wenn man hier unten zum Eingang reingeht, das Gebäude, was man da sieht, ist die Akademie, wo wir gerade sogar, ich glaube, in einem der Eckräume hier sind, genau, wenn man das Fenster sieht. Da kommt man an Displays vorbei, wo einfach für alle Räume steht, was läuft da gerade, welche Maßnahmen laufen gerade. Und das ist natürlich ein Geschäft, was wahrscheinlich weitergehen wird, zusätzlich zu den ganzen innovativen Themen, die ihr jetzt auch mittreibt. Okay, dann machen wir eins weiter. Genau, also hier nochmal kurz zusammengefasst. Das sind so diese Claims, die natürlich jedes Unternehmen hat. Das könnt ihr euch selber mal durchlesen. Ganz global kann man sagen, dass die Audi-Akademie und die Kollegen bei der Händlerqualifizierung dazu da sind, die Weiterbildung und die Managemententwicklung bei der Audi AG voranzutreiben. Ja, wir haben zwei große Standorte. Einmal in Ingolstadt und Neckarsulm. Natürlich gibt es dann auch noch international verteilt, also in unseren Standorten Brüssel, Gür, Mexiko und China, noch ganz, ganz viele andere Themen. Das wollen wir aber jetzt hier heute nicht beleuchten, weil das natürlich nochmal ein riesengroßes Themenfeld ist, was die internationale Qualifizierung angeht. Wer da Fragen dazu hat, können wir gerne im Chat dann beantworten. Das sind unsere sechs großen Bereiche, mit denen wir uns beschäftigen bei der Audi Akademie. Vielleicht, Susi, kannst du noch ganz kurz was sagen, was am Dienstag auf die Leute zukommt. Ja, die Berufsausbildung war ja bisher noch nicht so im Fokus, mal beim Mukaton. Insofern freue ich mich drauf, auch das mal noch diskutieren zu können. Der Carsten hat ja schon viel allgemein mal zur Audi Akademie gesagt, ich möchte hier nicht nochmal den Fokus jetzt über die Berufsausbildung generell spannen, so dass man da nochmal einen Einblick bekommt. Wichtig wird morgen sein, dass man da nochmal auf die didaktischen Prinzipien in der Ausbildung guckt. Da wird euch ein Blogbeitrag erwarten. Ich deute schon mal kurz an, wir haben zwei so Themen, die sich ergänzen. Einmal das Thema S-Lernen, das ist das selbstgesteuerte Lernen bei Audi, das ein Prinzip ist, das schon viele Jahre in der Berufsausbildung verankert ist und gelebt wird. Und da heraus ist ein Projekt entstanden, das nennt sich Mobile Learning. Und da haben die Auszubildenden die Möglichkeit, Tablets als Lernbegleiter zu nutzen. Und mich würde vor allem nochmal der Blick auf den Lerner interessieren. Also was braucht eigentlich der Lerner, damit mobiles Lernen erfolgreich gelebt werden kann? Es kann in Richtung technische Rahmenbedingungen gehen, es kann aber auch in Richtung Lernprozessbegleitung gehen. Also da freue ich mich drauf, dass wir wirklich auch vielleicht ein ganzes Bündel an Themen haben, die sich daraus ergeben und auch wirklich Anregungen für uns liefern. Ihr werdet sehen, wie das Thema mobiles Lernen bei uns gelebt wird, wo wir gerade stehen. Und in der zweiten Frage möchte ich dann auch nochmal den Blick auf die Zukunftsperspektive lenken. Wohin wird sich vielleicht das mobile Lernen entwickeln? Also wird vielleicht sowas wie AR oder VR noch stärker eine Rolle spielen? Welche Möglichkeiten gibt es da und auf welche Entwicklungen müssen wir uns vielleicht auch einstellen? Also da freue ich mich wirklich auf eine rege Diskussion. Mhm. Vielen Dank. Emma, vielleicht kannst du, weil der nächste Punkt ist dann tatsächlich die überfachlichen Kompetenzen. Vielleicht kannst du noch einen Ausblick auf Kompetenzentwicklung. Also wir werden ja am Mittwoch im Wesentlichen auf die Weiterbildung eingehen. Das heißt, da haben wir, ich selber komme ja aus der technischen Weiterbildung. Das heißt, also was machen wir in Sachen Software, in Sachen CAD, zum Beispiel Anwendungssysteme, wirklich in dem Produktentwicklungsprozess, Systeme, die da zum Einsatz kommen. Das ist eigentlich so der Fokus, wo wir im Wesentlichen trainieren. Wir ersetzen natürlich auch aber soziale Medien auch im Bereich der Kompetenzentwicklung der Sprachen. Oder eben auch gibt es verschiedene Themen im Bereich eben des überfachlichen Trainings, des Persönlichkeitstrainings, der Mitarbeiter, der Managemententwicklung, also auch da pilotieren was Verschiedenes. Genau. Dann haben wir noch einen Bereich, der ist zufällig jetzt rot gekennzeichnet. Das ist der Bereich, aus dem ich komme. Vielleicht für den einen oder anderen auch spannend. Nennt sich digitale Lernprozesse und Bildungscontrolling. Ich habe schon im Chat so ein bisschen mitgelesen. Haben wir einen digitalen Campus? Ja, haben wir. Also da sind wir zuständig dafür. Wir erstellen, also bieten diesen Campus an. Wir erstellen digitale Lerninhalte, unterstützen bei der Erstellung digitaler Lerninhalte. Wer dazu Fragen hat, gerne im Chat oder auch über alle anderen Kanäle. Wir haben also auch ein großes Feld, wo wir
digitale Formate anbieten, wo wir digitale neue Formate erforschen. Vorhin ist das Thema Augmented Reality, Virtual Reality angeklungen. Damit beschäftigen wir uns natürlich auch sehr, sehr intensiv, sind da allerdings noch nicht am Ende, sondern das ist wirklich aufgrund der schnell sich entwickelnden Technologie ein Thema, wo man ständig dranbleiben muss. Da geht es jetzt dann schon los. Technologien, wollen wir euch auch einen kurzen Einblick geben, was gibt es bei uns schon. Wir werden das dann auch an den anderen Tagen immer hören. Wir setzen natürlich zweidimensionale Lernwelten ein, also ähnlich wie Skype for Business und andere Anbieter. Wir haben 3D-Lernwelten, wo es darum geht, zum einen die Kollaboration zu fördern, also in 3D-Lernräumen, aber auch prozessuale Schulungen zu machen. Wie kann ich zum Beispiel ein Hochvoltfahrzeug entsichern? Wenn ich das am echten Fahrzeug mache, ist das durchaus ziemlich gefährlich. Kann ich in einer geschützten 3D-Welt natürlich viel besser. Und wir forschen natürlich auch an VR-Lernwelten. Was machen wir noch an neuen Lernformaten? Also wir machen auch non-digitale neue Formate. Wir haben einen Marktplatz für Digitalisierung in der Weiterbildung durchgeführt, wo wir verschiedene Projekte zusammenbringen, wo man Dinge tatsächlich anfassen kann, weil wir immer glauben, erst wenn man eine Technologie selber angefasst hat und ausprobiert hat, dann kann man neue Szenarien entwickeln. Wie passt denn das vielleicht in meinen Bereich? Weil nur weil es eine HoloLens gibt oder nur weil es eine HTC Vive gibt, muss das noch lange nicht sinnvoll sein, das auch auszuprobieren. Sondern anfassen, austauschen, das war also bei diesem Format für uns sehr, sehr wichtig. Ein anderes Format, das wir auch noch ausprobiert haben, das ist auf der nächsten Folie. Wir haben ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Weiterbildung 4.0. Da werden wir auch am Mittwoch nochmal was erklären. Da war der Schwerpunkt, aus verschiedensten Fachabteilungen Menschen zusammenzubringen und nach einem, ähnlich wie einem Projekt, Dinge selber zu entwickeln, sich auszutauschen, auszuprobieren, mit Experten zu sprechen. Also wir sind da zu Adidas gegangen. Vielleicht kennt der ein oder andere den Kollegen im Vordergrund, den Christian Kuhner, der uns da auch sehr unterstützt hat. Hier war der Fokus selber machen, ausprobieren, lesson learned daraus mitzunehmen und dann auch Prozesse für uns aufzubauen, weil wir wollen, dass das auch andere Abteilungen ausprobieren können. Und mein Lieblingsthema eigentlich, endlich haben wir es geschafft, auch mal ein Barcamp bei uns zu machen. Bei uns im Bereich. Ihr habt ja schon mal vorher eins gemacht, aber eben in der Akademie ein Barcamp Lernkultur. Das ist wirklich auch sehr, sehr gut angekommen. Auch hier stand wieder der Austausch der Teilnehmer im Vordergrund. Sind ganz, ganz tolle Ideen entstanden. Und auch diese neuen Lernformate wollen wir natürlich fördern und auch für uns nutzen. Ja, das war jetzt mal so ein ganz grober Überflug über die Themen. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Lust bekommen, Geschmack bekommen. Und ich denke, der Kanal ist halt ein, was haben wir noch vergessen? Anke, kommt nochmal ins Bild. Diese ganzen Maßnahmen versuchen wir natürlich auch zu kanalisieren im Unternehmen. Und nachdem wir ja schon sehr, sehr groß sind und viele Standorte haben wir, Anke, jetzt geh du mal in die Mitte. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Ich bin nicht vorbereitet. Wir haben ja... wir können ja mal fragen, Anke, wie schaffen wir das eigentlich, dass wir die Menschen hier zusammenbringen? Die sind an verschiedenen Standorten. Mailen die sich oder wie organisieren da die Projekte oder was gibt es da bei Audi? Natürlich nicht. Okay. Nee, deswegen bin ich jetzt auch dabei. Wir haben eine sogenannte Social Collaboration Tools. Und die vor allem den Fokus haben, die Leute im Konzern miteinander zu vernetzen. Also vor allem innerhalb der Audi AG. Wir haben wir haben insgesamt 6 Tools. Soll ich die einfach kurz sagen? Ja. Interessiert vielleicht. Allen voran haben wir natürlich, klar, neben dem sozialen Intranet, wo die Leute sich gegenseitig Sachen, News weiterleiten können und weiterleiten können und kommentieren können, haben wir vor allem auch ein sogenanntes Audi-Team. Ich will es gar nicht sagen, aber manche Leute sagen, das ist unser Audi-internes Facebook, wo man Communities gründen kann, also zu meinen Projekt-Communities oder Interessens-Communities. Zum Beispiel auch rund ums Thema Zusammenarbeit in der Zukunft, Zusammenarbeit 2.0 haben wir eine ganz große Community. Genau, und deswegen, dort werden überhaupt keine E-Mails mehr verschickt, sondern es läuft alles über diese Community, sehr transparent. Jemand postet irgendwas, was er gelesen oder entdeckt hat und der Nächste kommentiert und leitet es wieder weiter. Dann postet nochmal jemand was Neues dazu und so
glaube ich, nicht nur Vernetzung, sondern auch Weiterbildung, weil die Leute ja alle dazulernen. Das ist so das wichtigste Tool. Vielleicht zur Vollständigkeit halber, die anderen Tools sind dann ein AudiWiki, ganz klassisch wie Wikipedia der Ansatz, kennt man von draußen, brauche ich nicht erklären. Ein AudiDocs, das ist unser SharePoint-System, wo man gemeinsam eben Dokumente ablegen kann, bearbeiten kann, wo Workflows eingestellt werden kann, alles, was die Zusammenarbeit und die Vernetzung untereinander erleichtert. Und eine Mediathek natürlich, im Prinzip wie YouTube, wo man Videos, Fotos hochladen kann. Und all das vereint eben immer diese ganzen sozialen Funktionen, wo man liken, kommentieren, weiterleiten etc. kann. Also für uns ist das natürlich sehr, sehr wertvoll, auch in der Weiterbildung, diese Tools clever miteinander zu kombinieren. Ja. Und wer da Fragen hat, wie das genutzt wird, was es da für Best Practices gibt, bitte einfach... Ich denke, am besten, gehen wir am Mittwoch ein. Und auch im Vorfeld gerne vorstellen. Fragen stellen, damit der Elmar vielleicht auch schon am Mittwoch darauf eingehen kann. Aber helfen uns sehr die sozialen Medien. Genau, ich glaube auch weiterführende Infos von heute hängt das Video schon dran von Frank Günther, genau. Wo ja auch so ein Überblick schon ist. Und ihr könnt gerne den Montagspost schon verwenden, da in die Kommentare schon mal eure Hauptfragen quasi reinzustellen. Und die können wir dann am Mittwoch entsprechend darauf eingehen. Ja. Gut, dann der Kanal geöffnet für Fragen. Genau, also da nochmal der Hinweis, wer will, kann sich jetzt direkt einschalten, Mikro einschalten, wir müssen euch hören. Ich habe auch gesehen, Bianca hat schon einen glühenden Stift, also er hat viele Fragen rausgeschrieben. Also kann ich gleich auf die eine letzte, die da gerade kommt, weil es noch zu den Collab-Tools passt? Ja. Die letzte Frage hier, ob die 5 Collaboration-Tools miteinander vernetzt sind. Es sind 6, genau genommen. Und ja, und das ist das Schöne bei uns. Also wir haben ein Basistool, AudiContext, wo dein persönliches Profil angelegt ist. Und es ist dann auch die Basis für alle anderen Tools. Und man kann über den Portal-Switch ganz einfach auswählen, in welches Tool man jetzt hüpfen will. Und jede Community kann sich mit dem Wiki verlinken oder mit dem Workspace. Das ist alles miteinander verknüpft. Also man hat da keinen Bruch. Und das ist eigentlich spannend, weil es sind komplett unterschiedliche Technologien. Und trotzdem, das Look and Feel ist komplett gleich. Also das hat die IT ganz gut hinbekommen. Ohne mich selbst loben zu wollen, genau. Kannst oder meine Kollegen, besser gesagt. Kannst du was zu den Größenordnungen sagen? Also wie viel gibt es da so? Communities? Genau, wir haben jetzt gerade neue Zahlen bekommen. Wir haben circa 550 Communities im Moment. Und da muss ich dazu sagen, dass vielleicht, ich weiß nicht, 20-30% wahrscheinlich sind Audi weit offen und der Rest sind halt geschlossene Projekt-Communities oder Abteilungs-Communities, sowas in der Art. Und bei uns ist das Prinzip nicht so wie jetzt bei Bosch. Ich weiß nicht, ob das letzte Woche gesagt wurde, aber bei Bosch kann ja jeder eine Community aufmachen und bei uns gibt es wirklich einen Prozess, dass man eine Community beantragt, so dass wir auch ein bisschen prüfen können, gibt es ähnliche Themen und dann empfehlen wir natürlich, egal aus welchem Fachbereich die kommen, sprecht nochmal mit den anderen. Big Data ist ja so ein Thema, da gab es schon eine Community in einem anderen Fachbereich und jetzt kommen die Leute alle zusammen und bleiben in einer Community und machen nicht mehrere auf. Mhm. Workspaces haben wir weit über, weiß nicht, 3.000, 4.000 Wiki-Seiten auch. Also das ist. Mhm. Wir haben täglich, das sind so die neuesten Zahlen, zwischen 11.000 und 12.000 Usern auf unserem System, auf der Plattform. Mhm. Ja. Vielleicht kannst du die nächsten Fragen auch noch beantworten. Da kam jetzt noch mal was zum Thema Manager. Bilden wir Community Manager aus? Ja, genau. Wir bieten Trainings für Community Manager aus. Also das ist einfach schon auch. Ich sage mal, um Sachen wie Copyright und Umgang mit Shitstorm oder solche Sachen eigentlich damit umgehen zu können, gibt es eine Qualifizierung für Community Manager. Ja. Genau, was sind da offen? Mag denn ganz kurz vielleicht noch die Frage, mag jemand direkt sich einklinken per Mikrofon? Ansonsten wird man einfach aus dem Chat die Fragen weiter abarbeiten. Also einfach reinsprechen. Ja. Ohne Rücksicht. Bianca, was war noch so gefragt? Die Abgrenzung, ne, zwischen dem Intranet und Audi-Team. Da vielleicht ganz kurz, also unser soziales Intranet ist tatsächlich noch redaktionell geprägt von der Mitarbeiterkommunikation. Ich glaube, das ist so der größte Unterschied. Und alle anderen Tools sind User-Generated Content. Also die Communities, in Audi-Team ist es wirklich so, dass Leute aus den Fachbereichen eine Community gründen zu irgendeinem Thema oder zu einem Projekt. Und da gibt es jetzt, es hat nichts mit der Mitarbeiterkommunikation zu tun. Das ist, glaube ich, so der größte Unterschied. Ansonsten hat es ähnliche Funktionen, kommentieren, teilen, liken, wie gesagt, das ist das Gleiche.
Ja, das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Wobei in der Community ist der Kernpunkt eigentlich das Teilen, der gegenseitige Austausch, und das Intranet ist eher eine formale Kommunikation. Ja. Genau, auch genau, eher eine Informationsquelle und das andere ist wirklich Austausch, Vernetzung, Diskussion. Ja. Hier kam jetzt gerade noch die Frage, wie groß die Beteiligung der Mitarbeiter ist bei den Communities und bei dem Austausch. Ja, ich hatte ja gesagt, so circa 11.000, 12.000 Nutzer haben wir jeden Tag drauf. Ansonsten, also ich würde sagen, es ist sehr abhängig vom Fachbereich. Ne? Also wir haben mittlerweile Fachbereiche, da sind extrem viele Leute drauf, die haben die ganzen sozialen Medien für sich erkannt. Und dann gibt es aber natürlich auch noch Bereiche und Abteilungen, da ist vielleicht einfach noch die Hürde ein bisschen größer, sich einzubringen. Weil es ist ja doch was anderes, ob ich jetzt eine E-Mail an zwei Leute schreibe oder ob ich irgendwo etwas, einen Beitrag poste, den theoretisch ganz Audi lesen kann. Ne? Also von daher, ich kann da jetzt aber nicht sagen, die und die Leute sind jeden Tag drauf. Das können wir nicht, dürfen wir auch gar nicht. Man sieht schon Tendenzen in den Fachbereichen, aber ja. Okay. Ansonsten, da kommt noch eine Frage, ne, von den Vorgesetzten. Charlotte fragt, wie ist die Einstellung von Vorgesetzten zur Community-Beteiligung? Das hat man in der Freitag-Session bei Bosch übrigens auch. Okay. Also dieses, was sind Ängste mitzumachen? Ne? So dieses, ja, ich verwende meine Arbeitszeit, kam vorhin auch im Chat nochmal, so dieses informelles Lernen, habe ich da Zeitkontingent dafür? Gibt es da Leute, die sagen, das gehört nicht in die Arbeitszeit, also ich denke in die Richtung. Ich glaube, die Frage geht ja schon seit Anfang des MOOC-Hackathons, das ist ja eine sehr heiß diskutierte Frage. Wo das eben eine Sache von Lernkultur ist. Und das ist sicherlich bei uns im Unternehmen auch so, dass es unterschiedlich von Bereich zu Bereich und von Führungskraft zu Führungskraft unterschiedliche Umgangsformen und Reaktionen davon gibt. Die einen sehen es mehr als Chance als die anderen. Also ich kann nur sagen, zum Beispiel jetzt bei uns, unser CIO hat ganz, ganz klar gesagt, er möchte, dass sich alle Leute in Netzwerken engagieren. Also ganz klares Statement, er hat von bis zu 20% geredet, dass die Leute sich wirklich engagieren. Und vielleicht ist es auch kein Zufall, dass ich hier stehe, weil in meinem Bereich, im Bereich der technischen Weiterbildung, ist es eben auch so, dass ich da eben ganz stark auf die sozialen Medien als Austausch- und Lernplattform setze. Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage zum Thema Communities, dann würde ich gerne noch auf die anderen Fragen eingehen. Und zwar, wie ist das mit dem mit den konzernweiten Lösungen im VW-Konzern? Gibt es da Lösungen, die zusammenpassen? Das ist die letzte Frage, die jetzt gerade gestellt wurde. Ja. Also soll ich, oder? Ja, ja. Es ist so, dass VW, also Marke VW und Konzern VW hat ein eigenes System. Im Moment hat jede Marke eigentlich ihr eigenes System. Und das einzige System, was für alle offen ist, ist es von VW als Konzern. Die haben es geöffnet für alle Marken. Also theoretisch können die anderen Marken sich alle einklinken und mitlesen und mitmachen. Ansonsten hat jeder sein eigenes System, seine eigene Plattform. Das ist im Moment so, ja. Eine weitere Frage, wie finanziert sich die Audi Akademie? Immer? Da muss jetzt der Chef reden. Ja. Ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche. Es gibt einige Themenbereiche und Themen, in denen wir unterwegs sind, die, ich sage mal, generalstabsmäßig finanziert sind, wo es ein Budget gibt, aus dem heraus man solche Vorhaben durchführen kann. Aber der größte Teil eigentlich des, sagen wir mal, Trainingsprogrammes, welches wir so durchführen, muss sich eigentlich aus den Teilnehmerbeiträgen refinanzieren. Also so interne Leistungsverrechnung. Interne Leistungsverrechnung. Ja. Ja. Wir können wir vielleicht kurz drüber sprechen, letzte Woche am Freitag die Diskussion, wenn man jetzt sagt, man hat Trainings und Trainer und die sollen auch noch Communities begleiten, dann ist das ja erstmal vielleicht mehr Aufwand, nicht weniger, weil ich zusätzlich zu zwei Trainingstagen ja auch noch in der Community aktiv bin, haben wir drüber gesprochen. Wenn man das sieht, habt ihr da schon Ideen, wie das zusammenspielt, ob der Trainer dann immer auch der Community-Manager sein muss oder soll, oder ob das Leute sind, die einfach erfahren sind in dem Thema, die gar nicht der Trainer sein müssen? Sowohl als auch. Mhm. Also sowohl als auch. Wir haben natürlich sicherlich, versuchen wir ja einen Expertenaustausch in den Themen, da über die Communities zu etablieren. Und da haben natürlich einmal, wenn wir über Lerncommunities reden, dann haben wir natürlich auch Trainer, die mit dahinter stehen und die Themen betreuen und promoten. Aber eben auch die Vernetzung in den Fachbereichen. Mhm. Und sicherlich wird das eine Zukunftsherausforderung, dann natürlich die Trainer
wo der eine mehr motiviert ist als der andere, entsprechend zu entwickeln, dass zum Präsenztraining eben auch ein gewisses Community Management und Begleitung dazugehört. Und vielleicht als Ergänzung, wir bieten auch Seminare an, wie nehme ich meine Rolle da wahr, also E-Trainer, was gibt es da für Aufgaben, was muss ich da beachten, wie motiviere ich meine Teilnehmer in einem Blended Learning Szenario, weil das sind ja zusätzliche Aufgaben und auch Kompetenzen, die man als Trainer ja noch on top bekommt, und das kann man, finde ich, auch nicht erwarten, dass das jeder von vornherein kann, sondern da muss man sich erst hin entwickeln, und da sind wir natürlich auch am Ausprobieren. Da kommt auch vorhin, glaube ich, die Frage, es hat sich ja letzte Woche am Freitag eine eigene Yammer-Gruppe gegründet, Learning Facilitators. Mhm. Wenn ihr da Erfahrungen schon habt, dass man da eventuell mal Kontakt aufnehmen und schauen, ob da vielleicht auch was Spannendes dabei ist. Gut, dann schauen wir mal in Richtung Bianca. Ja, hier gab es noch mal eine Frage, wie sieht es aus mit der Finanzierung? Also wer hat die Hoheit über das Bildungsbudget der Mitarbeiter? Über das Bildungsbudget der Mitarbeiter, das liegt im Bereich, in Fachbereichen. Also bei der Führungskraft. Also im Prinzip die Führungskraft im Fachbereich, die entscheidet, für welche Qualifizierung wie viel Geld ausgegeben wird. Also vielleicht, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Wir haben ein sogenanntes Bildungsportal, das ist Audi-Qualifizierung. Dort sind ungefähr 2000 verschiedene Maßnahmen hinterlegt, genau beschrieben. Das sind Präsenzmaßnahmen. Das sind Blended Learning Szenarien, das sind aber auch reine digitale Maßnahmen. Und bei uns ist es so, dass jeder Mitarbeiter sich was aussuchen kann. Er kann es auch selbstständig buchen. Da sind Kosten hinterlegt. Er kriegt dann nur einen Hinweis. Kollege, pass auf, wenn du das jetzt buchst, entstehen Kosten. Und wir gehen davon aus, dass du das mit deiner Führungskraft abgestimmt hast. Also wenn die Führungskraft, die liest es dann, und im Normalfall gibt es dann ein gutes Verhältnis. Und dann kann er diese Maßnahme besuchen, kriegt automatisch eine Einladung, also da liegt SAP dahinter. Aber das ist ein ganz bunter Katalog, wo sich jeder Mitarbeiter seine Weiterbildungsmaßnahme aussuchen kann. Ich denke nochmal, besonders ist der Teil, wenn wir unsere direkten Mitarbeiter, also am Band, qualifizieren, da gibt es nochmal ganz andere spezielle Abläufe. Okay. Nein, es ist nicht Success Factors, also weil da jetzt gerade die Frage kommt, sondern es ist die SAP Learning Solution. Die haben wir aber ganz, ganz stark angepasst, sowohl im Backend als auch im Frontend. Also wir haben versucht, dass das Frontend genauso aussieht wie alle unsere anderen Systeme. Also wir arbeiten mit sehr, sehr vielen Kacheln, und man würde jetzt auf den ersten Blick nicht erkennen, dass es SAP ist. Vielleicht bevor wir zur nächsten Frage gehen, Joachim, habt ihr die Teilnehmermikros freigeschaltet? Sind unsere Teilnehmer schüchtern heute, oder ist es einfach bequemer, über den Chat die Fragen zu stellen? Ja, muss jeder nur sich für sich selber freischalten, wenn er Frage stellen will. Vielleicht kann es mal jemand testen. Was ich nicht entdeckt habe, unter eurem Fenster ist so ein Mikrosymbol, und wenn da ein Strich durch ist und ihr drückt da drauf, ist der Strich weg und ihr könnt sprechen. Also ist noch die Frage aufgekommen, ob es ein Budget gibt pro Mitarbeiter. Also mir ist kein Budget bekannt. Das muss wirklich individuell mit dem Mitarbeiter ausgehandelt werden, mit also Chef und Mitarbeiter. Aber ich glaube, dass es keine Obergrenze gibt, sondern man guckt dann eben, was insgesamt in dem Bereich an Weiterbildungsbudget zur Verfügung steht. Das ist auch von Fachbereich zu Fachbereich sehr, sehr unterschiedlich. Aber es geht immer, also das ist eine Sache, die mit der Führungskraft dann ausgetauscht wird. So wie der Carsten gesagt hat, also es gibt Bereiche, die haben ein vielleicht festes Bildungsbudget, was sie eben einplanen als ihre Zielzahlen. Aber wir haben natürlich auch IT-Einführungsprojekte von bestimmten neuen IT-Maßnahmen, wo dann die Qualifizierung, also die Weiterbildung aus diesem Einführungsprojekt heraus finanziert wird. Oder eben, ich sag mal, direkt in der Produktion, es gibt einen Fahrzeuganlauf, da gibt es auch Sachen, die sind dann in dem Fahrzeuganlauf zu sehen und eben nicht als ganz normale Weiterbildungsmaßnahmen. Passt Simon, jetzt ganz. Ich sehe gerade, es probieren ein paar ihre Mikrofone einzuschalten. Vielleicht warten wir mal einen Moment. Einfach reinreden, das bauen wir dann ein. Ja. Da passt jetzt ganz gut die Frage nochmal dazu, wie lernen die Mitarbeiter in der Produktion, welche Möglichkeiten gibt es dort? Also ich sage mal zum einen, also natürlich gibt es das ganz klassische Lernen in der Linie, also Anlaufqualifizierung, das ist ganz klassisches Präsenztraining. Wir sind aber auch dabei, für die
Mitarbeiter am Band erste Insellösungen zu schaffen, wo man an großen interaktiven Boards selber E-Learnings durcharbeiten kann, weil das muss man auch sagen, für einen Mitarbeiter am Band ist es nicht ganz ohne Probleme möglich, auf die Medien zuzugreifen, weil die natürlich die meiste Zeit gebunden sind, die sind taktgebunden, da gibt es noch relativ wenig Spielraum, aber es gibt erste Projekte, wo man auch digitale Lerneinheiten an den Arbeitsplatz oder relativ nah an den Arbeitsplatz bringt. Also bestes Beispiel im Bereich der Azubis ist das M-Lern-Projekt, das kriegen wir dann morgen vorgestellt. Oder auch, wir haben ja auch im Bereich der Produktion eben bei Fahrzeuganläufen Werker-Training, wo man eben auch ein virtuelles Training auch wirklich 3D in der Montage zum Einüben neuer Montagevorgänge arbeitsplatztransformiert wird. Ich habe gerade aus dem Augenwinkel noch gesehen, die Sarah vom Bosch Training Center, die hat noch gefragt, ich meine, auf der einen Seite sind diese ganzen neuen Methoden und Tools interessant, speziell dieser Begriff Mindset Change ist in den letzten 7 Wochen ganz oft gefallen. Also es geht auch darum, irgendwie eine andere Einstellung, das wurde den Begriff Lernkultur, Lernkultur Barcamp genannt, eine andere Einstellung zu lernen. Was ist das? Welche Bedeutung hat das zu entwickeln? Gibt es da auch Maßnahmen in die Richtung? Danke. Soll ich jetzt mal? Ja, komm, jetzt ich frage mal, habt ihr alle ein bisschen Zeit mitgebracht? Also ja, natürlich haben wir das und wir haben das, glaube ich, wie alle anderen Großen auch, forcieren wir das gerade. Also ich glaube, das größte Format, was wir im Moment so durchführen, sind die Barcamps. Thema Zusammenarbeit 2.0, also da versteckt sich der ganze Kulturwandel dahinter. Da haben wir jetzt 150 bis 170 Leute, steht das nächste im Oktober an. Das haben wir einmal im Jahr. Das machen wir, dann planen wir, und da ist es auch das Spannende, das muss ich vielleicht dazu sagen. Zweimal im Jahr, Entschuldigung, Neckarsulm, einmal in Ingolstadt und einmal in Neckarsulm, genau. Und da haben wir immer so Unterthemen. Also wir hatten letztes Mal in Neckarsulm zum Beispiel das Thema vom Silo zum Schwarm. Jetzt haben wir das Thema New Work. Ist es Bullshit oder wirklich die Arbeit der Zukunft? Und so haben wir immer so Fokusthemen. Und die komplette Zusammenarbeit, also dieses Projektteam ist schon geschäftsbereichsübergreifend. Also da brechen wir schon die Silos auf und versuchen es vorzuleben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir hier merken. Vieles muss vorgelebt werden und gezeigt werden, wie positiv diese Zusammenarbeit über die Silos hinweg funktioniert. Und das schaffen wir mit solchen Formaten ganz gut. Da kommen dann 150 Leute aus allen Fachbereichen zusammen, die da diskutieren und gegenseitig oder zusammen wieder Maßnahmen entwickeln, wie man die Kultur verändern kann. Das Gleiche gibt es aber auch, die Share zum Beispiel aus dem DV-Bereich hat nochmal so ein großes Format mit bis zu 300 Leuten sogar, wo auch aus allen Geschäftsbereichen Leute zusammenkommen, auch wieder mit verschiedenen Schwerpunktthemen, zum Beispiel agiles Arbeiten bei Audi. Dann haben wir die Fuck-Up-Night, Entschuldigung, darf ich nicht sagen, die Failure-Night, also im Prinzip eine Audi-interne Fuck-Up-Night. Da gibt es auch wieder ein geschäftsbereichsübergreifendes Hackathon. Team, die zusammenarbeiten, um das Mindset hier zu verändern. Dann haben wir regelmäßig verschiedene Hackathon-Formate intern, oder sowohl, stimmt gar nicht, nicht nur intern. Wir haben einmal den sogenannten Smart Factory Hackathon, der ist mit Externen zusammen. Dann haben wir von der IT-Innovation, die haben einen nur intern. Genau, also so haben wir halt das ganze Jahr über, das muss ich sagen, also nicht alle 4 bis ganz sechs, neu vielleicht acht Wochen. Noch, Working Out Loud mit Petra, die ist jetzt nicht dabei, aber es gibt eine Community, wo Working Out Loud sozusagen intern auch gefördert wird, wo es die ersten 2 Handvoll Circle oder so gibt, die darüber sich gegründet haben. Genau, und das kommt ja auch jetzt immer mehr. Das treibt die Petra Hock bei uns, die kennt vielleicht der eine oder andere. Sie ist selber auch in dem Corporate Working Out Loud Circle. Das ist noch eine Maßnahme. Dann Reverse Mentoring vielleicht auch noch, kann ich auch noch erzählen. Arbeiten wir jetzt auch gerade Akademie zusammen mit der IT. Wie kann man natürlich über die Tools, aber auch über die Tools die Kultur zu verändern? Weil ich glaube, die ganzen Tools zeigen ja oder die basieren auf viel Transparenz und Vertrauen. Und das fließt natürlich dann auch immer mit in. Die Nicole hat ja gerade noch gefragt, wie die Barcamps bei Mitarbeitern ankommen. Ich denke, sehr gut. Letztes Jahr im Oktober haben wir ja 120 Plätze, genau. Nur keine große Werbung gemacht. Innerhalb von 3 Tagen ausgebucht. Genau. Ja. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Bedarf, der da ist. Ne? So dieses selbstgesteuert, informell sich zu lernen und sich auszutauschen. Ja.
Dann könnt ihr mich verstehen? Da wollte jemand was fragen? Ja, wir können euch gut verstehen. Ich. Hallo, das ist Rainer Bartel. Ich finde es ganz toll, was ihr im Bereich Zusammenarbeit, Zusammenarbeitskultur macht. Das finde ich super. Wenn ich mich richtig erinnere, auf der Folie die Bereiche der Akademie stand dann auch noch die Führungskultur mit drauf. So Reverse Mentoring geht ja schon ein bisschen in dem Bereich. Macht ihr da noch irgendwas Spezielles, um die Führungskräfte auf diesen Weg mitzunehmen? Oder sie vorausgehen zu lassen. Da glaube ich nochmal. Also die Kollegen sind jetzt nicht da vom Führungsleiter. Ich weiß, dass Sachen geplant sind. Also es ist ja auch ein Mukaton geplant. Ach ja, der Digitalisierung. Genau. Ja, also aber das ist eine gute Frage, die würden wir mal mitnehmen, das können wir nochmal rausfinden dann bis Freitag. Also genau. Ja. Also das ist auch was in Richtung Kulturwandel, was du nicht gesagt hast, der MOOC. Ja, Zusammenarbeit 2.0 MOOC. Ja, weil es so viele Sachen sind. Ich es sind echt. Genau. Und gleichermaßen ist gerade ein Digitalisierungs-MOOC geplant, auch intern auf der AOT-Plattform. Aber vielleicht zu der Frage genau, was du vorhin gesagt hast mit dem Führungs- und Zusammenarbeitskultur. Zum Hintergrund, es gab, ich glaube, vor 2 Jahren oder so, hat dieses Projekt gestartet mit dem Führungsleitbild. Wir haben ein echt cooles, wie ich finde persönlich, ein richtig, richtig gutes Führungsleitbild. Zentraler Wert in der Mitte ist Wertschätzung und Respekt. Und alles andere ist drumherum aufgebaut. Dort gab es ganz viele Maßnahmen, dass Teams in Fachbereiche, in Abteilungen gegangen sind und dort mitgecoacht haben quasi. Und dieses Projekt hat jetzt nochmal eine eigene Organisationseinheit geworden und die veranstalten jetzt auch immer mehr Maßnahmen. Aber da würde ich die nochmal interviewen, oder? Das könnten wir nochmal machen. Ja, absolut. Die frage ich nochmal und dann. Genau. Ich habe noch eine Frage beantwortet? Entschuldigung, kurz vielleicht. Hat da irgendwas geschrieben? Ja, ich habe im Chat da geschrieben, ja. Ah, okay, danke, dann dran und ist hoffentlich super. Mittwoch dann mit dabei. Was haben wir denn noch, Bianca? Ich habe nochmal die Frage, ob bei diesen großen Veranstaltungen die Geschäftssprache Englisch ist. Nein. Also momentan ist Unternehmenssprache Deutsch. Es ist geplant, bis 2020 Englisch als zweite Unternehmenssprache zu etablieren. Das ist auch ein großes Projekt, an dem wir mitwirken. Wie schafft man es? Also wir gehen ungefähr von 40.000 bis 45.000 Personen aus, die in Englisch qualifiziert werden müssen. Das ist natürlich nicht ganz banal, wie man das löst. Da gibt es ein großes Projekt, wo wir mit den Kollegen aus der Fremdsprachenabteilung auch gerade dran arbeiten. Aber momentan ist bei uns wirklich 99,9% in deutscher Sprache. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Arbeitszeit und informelles Lernen bezogen auf arbeitsrechtliche Regularien? Gibt es da auch Regeln innerhalb vom Unternehmen? Also ganz generell gilt, Lernzeit ist Arbeitszeit. Was natürlich der Mitarbeiter zu Hause macht, das können wir nicht kontrollieren, aber natürlich kann der Mitarbeiter mit seinem Chef vereinbaren, dass er da lernt und dann ist es auch in Ordnung. Aber generell ist es so, Lernen ist immer Arbeitszeit. Und da gibt es dann natürlich individuelle Regelungen, ob man das hier vor Ort macht oder eben dann, wie der Elmar gesagt hat, mobiles Arbeiten heißt also Homeoffice. Kann Homeoffice. Genau, kann, muss aber nicht. Okay, hier kommt jetzt gerade die Frage rein, gibt es bezüglich der Sprache, also der Sprache Englisch, eine Rückkopplung zu Einstellungskriterien? Gut, die Frage müssen wir mal mitnehmen. Also jetzt sind wir alle keine Recruiter. Können wir gerne mitnehmen, Ich könnte mir vorstellen, dass es Themen gibt, da ist es notwendig. Ja. Vielleicht im Vertriebsbereich. Es ist mehr notwendig im Bereich von Softwareentwicklung. Ist sicherlich also auch notwendig oder fast selbstverständlich. In der Fertigung vor Ort in Ingolstadt sehe ich das nicht als Kriterium. Also meine Kollegen zum Beispiel, die ganzen sozialen Medien auch nach hier oder Mexiko jetzt ausrollen, da war vollkommen klar, die sollten irgendwie Englisch sprechen können, weil die international kommunizieren. Und deswegen, das unterstütze ich genau. Also wenn es bestimmte, es gibt Fachbereiche und Aufgaben, die erfordern das, und da wird es wahrscheinlich auch eine Einstellung, oder? Da ist es mit einem Kriterium. Wird es ein Kriterium sein, aber nicht standardmäßig über alle. Genau. Jetzt ist gerade noch eine Frage reingepoppt. Gibt es ein LMS? Wir haben vorhin schon ganz kurz darüber gesprochen. Ja, wir haben ein LMS. Wir haben die SAP Learning Solution, die aber nichts mit dem zu tun hat, was man auf dem Markt kaufen kann, sondern wir haben die in einem relativ langen Projekt
sehr, sehr stark auf das angepasst, was wir gebraucht haben. Das ist ja oft die Frage, letzte Woche bei Bosch hatten wir es auch, sozusagen, wie kann man sich das Zusammenspiel von Learning Management System und Enterprise Social Network und sozialen Medien vorstellen? Sind da schon Trends sichtbar? Im Moment gibt es nur lose Verknüpfungen. Das ist einfach dem geschuldet. Wir sitzen mit unserem LMS, nachdem es SAP ist, direkt auf dem HR-Core, also wirklich auf den hochheiligsten Daten, die es überhaupt gibt. Und eine Verknüpfung mit diesen Systemen ist extrem aufwendig. Und wir versuchen einfach, diese Systeme trotzdem miteinander zu verknüpfen, zu verbinden, meistens über Verlinkungen, dass man nicht so ganz stark den Medienbruch hat. Aber es gibt keine tiefe Integration bis jetzt. Ja, das war am Freitag das gleiche Bild. Also wenn ein Trainer jetzt sagt, ich will zum Kurs eine Begleitcommunity, Ist zwei verschiedene Beantragungsprozesse. Genau. Da war auch gerade von der Henriette nochmal, von Benedikt die Frage, wenn jetzt jemand eine Community im sozialen Netzwerk angefragt hat, wie viel Zeit vergeht dann, bis er es bekommen hat? Hängt wahrscheinlich ein bisschen davon ab, ob er die Community Manager Ausbildung schon hat. Genau. Also das ist die Voraussetzung. Er braucht dann die Schulung zum Community Manager, was der Emma vorhin gesagt hatte. Wenn er die hat, dann wird automatisch beim Beantragen, das funktioniert bei uns über einen sogenannten Service-Shop, wo schon vieles vorausgefüllt ist, dann muss er noch sagen, was ist so das Ziel der Community, also Name Community, Kurzbeschreibung, was ist das Ziel davon, wer ist der zweite Community-Manager, weil wir das Vier-Augen-Prinzip haben, also es gibt immer zwei Community-Manager pro Community. So, und wenn das alles vorausgefüllt ist, dann muss der Chef noch zustimmen, also irgendein Kostenstellenverantwortlicher muss dann irgendwo noch sein Okay setzen und dann dauert es also zwischen einem und zwei Tage, würde ich mal sagen. Ja, also weil, genau, die wird dann halt angelegt und dann wird man per E-Mail benachrichtigt, dass sie jetzt da ist. Hier kam noch eine Frage zum Thema Betriebsrat. Gibt es Vereinbarungen zu Lernzeit und Lernangeboten und gibt es Konflikte zu den Themen? Also wie gesagt, Lernzeit ist Arbeitszeit, das ist fix vereinbart. Und Konflikte, würde ich sagen, gibt es keine. Wir sind im sehr intensiven Austausch mit den Kollegen vom Betriebsrat, wie wir einfach die Zusammenarbeit oder auch das Arbeiten mit sozialen Medien, mit digitalen Medien, wie wir das gut regeln können, wie wir es steuern können. Und das ist natürlich ein Prozess, der einfach seine Zeit braucht. Aber wie gesagt, wir sind in sehr, sehr guten Dialog mit den Kollegen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil bei uns ist es ja so, wir sind ja mitbestimmungspflichtig im Bereich der Aus- und Weiterbildung. Und wir wollen da ja auch gemeinsame Lösungen mit den Betriebsräten auch entwickeln. Also ich glaube, der einzige und vielleicht, also für mich größter Konflikt, den ich so mitkriege, ist immer das Thema Zeit eigentlich. Eher so Projektgeschäft, sagen wir mal so Projektgeschäft oder Deadlines in den Projekten, im Fahrzeuganlauf etc. pp. Versus, ich bin jetzt irgendwie für ein Seminar zwei Tage angemeldet, oder? Ja, persönlich den größten Konflikt aus persönlichen Zeiten. Ja, genau. Im Interesse des Mitarbeiters eben zu sagen, mache ich meine tägliche Arbeit, Projektarbeit, arbeite ich die ab oder nehme ich mir zwei Tage Zeit für Weiterbildung. Das ist eigentlich fast der persönliche Konflikt. Ja. Kann ich eine ergänzende Frage stellen? Ja, wieso? Wie sieht es denn aus? Nutzt der Betriebsrat auch selbst diese Kommunikationsmittel? Also der könnte ja auch irgendwo eine Community aufmachen oder Nachrichten an die Mitarbeiter schicken. Gibt es sowas? Wie geht ihr damit um? Also kann ich vielleicht kurz dazu sagen. Also Betriebsrat, ich sage immer, der ist ja genauso aufgestellt wie der Rest des Unternehmens. Es gibt Leute, die sind sehr progressiv und vorreitermäßig unterwegs und andere, die vielleicht eher das gute Alte bewahren möchten. Aber es gibt tatsächlich eine Betriebsrats-Community, eine intern, also die ist für die geschlossen. Das ist so eine Gruppe, die nennt sich Betriebsratsvision 2030, glaube ich. Und die testen und experimentieren selber ganz viel damit. Also die gibt's. Die ist aber jetzt nicht offen. Und was sie jetzt aber nutzen, ist, also als neues Kommunikationsmedium, dass sie so eine Art, also diesen so einen News-Kanal haben in unserem sozialen Intranet. Aber da ist im Moment noch eher eine reine, also wir informieren Push-Kommunikation und natürlich lassen sie Kommentare zu und antworten auch drauf. Aber ansonsten ist es jetzt noch nicht wirklich dieser Community-Gedanke.
Wenn man kann mal auf Twitter gucken, Peter Mosch ist ein sehr aktiver Twitterer auch. Das stimmt, nach außen, ja, genau, das stimmt. Da ist er wirklich ganz aktiv. Also der Vorsitzende ist wirklich spannenderweise ganz aktiv und der sagt aber selber, ja, da könnte man noch mehr machen. Aber ich glaube, das ist einfach eine ganz, also das ist die klassische Normalverteilung. Das ist im Betriebsrat, sieht es nicht anders aus als in anderen Abteilungen bei Audi, wie du es gesagt hast. Es gibt Menschen, die nehmen das einfach leichter auf und für andere, die brauchen da ein bisschen länger zum Probieren. Ich glaube, insgesamt sind wir da schon auf einem guten Weg und man sieht es auch an den Zahlen, an den Nutzerzahlen, dass wirklich die letzten Jahre das wirklich kontinuierlich auch gestiegen ist. Und also wir waren erst vor ein paar Monaten, wurden wir sogar angefragt, dass wir vor einer kompletten BR-Versammlung mal die sozialen Medien vorstellen sollten. Also es ist so ein, ich würde mal sagen, so ein Herantasten irgendwie. Ja, braucht seine Zeit. Ich glaube, das war letzte Woche bei Bosch auch das Thema. Die sind ja jetzt auch viele Jahre unterwegs schon und haben auch gesagt, das ist noch nicht in jeden Bereich gedrungen. Also ich glaube, das geht einfach nicht von heute auf morgen. Ich habe ein bisschen die Uhr im Blick. Jetzt können wir mal gucken. Ein oder zwei Fragen, Schnellfragen, die wir noch haben, jetzt entweder live oder von Bianca noch. Vielleicht von Bianca, ja. Ja, ich hatte vorher noch mal eine Frage. Gibt es denn noch so das ganz klassische, in Anführungszeichen gewöhnliche Programm für Führungskräfte und für ja, Potenziale, die in diese Richtung wollen? Ja, auch das gibt es. Ja. Sehr. Sehr ausgeklügelt, sehr umfangreich. Gibt es eine eigene Abteilung, die sich damit beschäftigt. Also wer dazu Fragen hat, wir können die nicht beantworten, aber wir können das natürlich an die Fachabteilungen weiterleiten. Und dann gab es noch die Frage, ob es auch gemeinsame Maßnahmen und Angebote von Schulungsveranstaltungen über die Fachbereiche hinweg gibt, also dass man eben nicht in Silos, sondern für mehrere Fachbereiche Angebote hat. Ja. Also generell ist es so, dass die meisten, sogar eher der überwiegende Anteil der Weiterbildungen oder der Maßnahmen fachbereichsübergreifend sind. Es gibt natürlich manchmal Sachen, die sind speziell für einen gesonderten Bereich, aber generell sitzen immer ganz viele unterschiedliche Menschen aus Fachabteilungen zusammen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, die letzten zwei, drei Minuten machen wir so einen ganz kurzen Ausblick noch. Ihr seid morgen dran mit der Ausbildung. Was erwartet uns nochmal ein, zwei Sätze und was wird so die Leitfrage sein, die ihr in den Raum stellt? Genau, also wie vorher schon mal angedeutet, es wird um das Thema mobiles Lernen gehen. Die Auszubildenden arbeiten bei uns im Rahmen des Projekts mit Tablets als Lernbegleiter, können da verschiedene Anwendungen nutzen, können Content selbst erstellen, können aber auch schon vom Trainer bereitgestellten Lerncontent bearbeiten. Und die Leitfrage wird sein, beziehungsweise zwei Leitfragen gibt es, also was ist aus Sicht des Lerners erfolgreich, damit mobiles Lernen gelebt werden kann, damit es erfolgreich ist und wohin wird sich das mobile Lernen wohl in Zukunft entwickeln? Sehr schön. Machen wir mal keine Live-Session? Nein. Aber am Mittwoch, Elmar? Am Mittwoch haben wir eine Live-Session, 13 bis 14 Uhr geplant. Und da wollen wir eben nochmal das Thema diskutieren, soziale Medien, wie wir es ja gerade schon mal hatten, in der Weiterbildung, den Einsatz. Auch noch vielleicht ein paar Sachen vorstellen, die wir darüber hinaus ausprobieren und pilotieren sogar. Und unsere Leitfrage wird in die Richtung gehen, wie wir eben bei dieser sehr komplexen Weiterbildungswelt, die sich daraus ja ergibt, dann eigentlich den Menschen mitnehmen können. Denn letztendlich muss ja eigentlich der Mensch im Fachbereich, der eine Aufgabe zu erfüllen hat, ja eigentlich diesen Weg mit uns zusammengehen. Sehr schön. Weil ich hätte noch was zum Donnerstag gesagt. Die Kollegen sind jetzt heute nicht da. Am Donnerstag geht es um die Händler- und Importeursqualifikationen. Das sind also keine Audi AG-Mitarbeiter. Wir haben ja ein ganz großes Händlernetzwerk. Die werden dann auch geschult, wenn ein neues Fahrzeug auf den Markt kommt. Da gibt es ein großes Trainingscenter in München. Das nennt sich Central Launch Training. Dort werden die neuen Fahrzeuge vorgestellt. Die Händler werden natürlich auch weltweit geschult. Und da gibt es einen Ausblick, wie das funktioniert, welche Maßnahmen, welche Technologien dort auch eingesetzt werden. Und der Heiko, Heiko ist da, ne? Heiko, genau. Heiko würde euch empfangen, der ist auf jeden Fall ein ganz aktiver Blogger. Von daher nehmt euch auch da Zeit. Genau. Der bloggt ganz viel mit. Sehr ja, gut. Am Freitag dann noch. Und am Freitag sehen wir uns ja hier. Da wollen wir nochmal die Woche Revue passieren lassen, fassen nochmal die Ergebnisse zusammen, gucken dann auch, was noch für Fragen sich entwickelt haben und was wir ganz toll fänden, wenn wir uns nach dieser Woche. Wenn ihr Fragen stellt. Genau, wenn ihr Fragen stellt und wenn wir uns nach dieser Woche trotzdem noch, also im Sinne des Netzwerkgedankens, austauschen. Wie gesagt, die Einladung steht. Wer Lust hat,
hier mal vorbeizukommen. Da können wir gerne einen Termin ausmachen, weil ich denke, wenn man es dann vor Ort sieht und anfassen kann, da kann man natürlich noch viel, viel mehr zeigen. Live in Farbe und zum Abend. Genau. Sehr gut. Also, morgen gibt es einen eigenen Blog für die Fragen. Fragen für Mittwoch direkt an den Blog Audi am Montag mit dran. Die sammeln wir dann für die Live-Session. Jetzt frage ich noch kurz, Karl-Heinz oder Joachim, habt ihr von Bosch schon eine Rückmeldung, ob wir das Video schon live stellen können? Falls jemand da nachhören will. Krass, ich habe noch keine Rückmeldung, aber es könnte sein, dass in der Zwischenzeit gekommen ist. Ich habe meine Mails im Moment gar nicht betrachtet. Aber ich glaube, ich gehe davon aus, im Laufe des Tages kriegen wir das noch hin. Alles klar. Super. Dann vielen Dank an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, tschüss. Ciao. Und bis am Mittwoch. Ciao. Tschüss. Ciao. So. Fertig. Sind wir noch on? Ja, wir sind noch on, aber die Aufzeichnung.